Du, Thomas, deine Ferienreise ist noch nicht zu Ende. Warum denn nicht? Nur an der Schleuse ist irgendwas kaputt. Wir sind für heute Abend nicht zu Hause. Für heute Abend? Dann brauche ich überhaupt nicht mehr nach Hause. Nein, 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 nein. Ob du nur heute Abend oder morgen früh nach Hause kommst. Ich muss heute Nachmittag zu Hause sein. Na, ich kann uns doch nicht durch die Schleuse durchzaubern. Aber Wille, du kennst doch den Mann an der Schleuse. Kannst du mit ihm mal sprechen? Red doch mal mit ihm. Du sag mal, warum hast du es denn so furchtbar eilig? Du weißt doch, heute ist doch unser großes Fußballspiel gegen die Krähen. Was soll denn die Sperlinge machen, wenn ich nicht da bin? Ohne dich spielen. Ohne mich? Ja. Was glaubst du, was die Sperlinge für eine Angst haben, dass ich nicht rechtzeitig komme? Und wie die jetzt schon alle auf den Sperlingsplatz auf mich warten? Wo sind denn deine Sperlinge? Ist ja keiner zu sehen. Na, nun sei nicht traurig, Thomas. Komm mal erst zu Mutter und sollst mal sehen, wie die sich auf dich freuen. Komm. Guten Tag. Sind wir meine beiden Schiffersleute endlich mal wieder zu Hause? Hm? Guten Tag, Thomas. Was haben wir denn? Der ist ja ganz verstört. Ach, weißt du, Mutter, heute sollte doch das Spiel gegen die Krähen sein. Und du weißt doch, wie ich mich früher darauf gefreut habe. Und? Aber Thomas, hast du dich denn gar nicht auf deine Mutter gefreut, hm? Doch. Hast du die Sperlinge denn lieber als mich, hm? Hat keiner nach mir gefragt? Auch nicht der Heiner? Aber Thomas, die wussten doch nicht, dass du heute schon kommst. Deine Ferien sind doch noch gar nicht zu Ende. Vielleicht ist euer Spiel gegen die Krähen erst morgen. Glaub ihr? Was? Mit dem sollen wir noch mal Fußball spielen? Das ist ja ein Museumsstück. Wenn der Held, fress ich ein Besen. Meinst du, das Ding noch lieber auf dem Müll? Wetten einer, dass der Held, wenn ich ihn flicke? Los, mach schnell. Und schmeiß uns dein Alter noch raus. Heiner, Mensch, mach die Tür zu. Und habt ihr Säcke zu Hause? Nicht so doll eben. Da muss noch ein Flicken drunter. Die Blase ist jetzt nicht richtig. Hör doch mal auf, Emil. Da kommt doch noch Luft raus. Heiner, mein Bruder Wilhelm hat dem Mann an der Schleuse eine Mark extra gegeben. Was? Eine Mark? Wofür denn bloß? Damit ich zum Spielen noch zurechtkomme. Die Mark hätte sich dein Bruder ruhig sparen können. Wie? Wieso sparen können? Der Einkauf spielt doch jetzt für dich. Da hat einen anderen Schuss am Bauch wie du. Der schießt nicht in den eigenen Kasten. Wie du? Wenn du damals kein Selbsttor gemacht hättest, hätten wir das Spiel alles hat er verpackt. Der schießt ja von links. Keine Ahnung, hat er verpackt. Das muss man zu gebrauchen. Thomas. Mensch, du heulst doch nicht etwa? Ach nee, ich hab die ganzen Ferien nicht einmal geheult. Ich werde bestimmt nicht mehr in unser eigenes Tor schießen. Ich kann doch keinen aus der Mannschaft herausstellen. Aber wir brauchen noch einen Ersatzmann, wenn einer von uns verletzt wird. Oh. Mensch. So, nun brauchst du keinen Ersatz bei mir zu machen. Und was ist das für ein Spiel? Hast du einen Ball? Kriegt ihr doch nur wieder Presche!
Wollen wir es mal sehen? Kommt doch mal raus. Ihr Feiglinge! Ich habe Angst, dass ich dir mal angehen, Schnauze schlage, wenn du mir noch mal in die Quere kommst. Mensch, hier. Du setzt mir dein Bein her. Wenn ich Ihnen diesen Ball bringe, glaubst du, dass Sie mich da mitspielen lassen? Ich hab doch 3 Säcke dahin gehängt. Hey da! Ach, du bist wieder hier. Hast du meinen Sack hier weggenommen? War jemand hier im Hof? Nein, ich habe keinen gesehen, Herr Knoll. Wenn ich den Kerl kriege, der kommt mir in den Backofen noch heute, wenn er am dollsten brennt. Lass doch das. So, dann können Sie auch gleich Ihren Kuchen mitnehmen. Das Kaninchen von Thomas. Schon wieder? Immer diese Kaninchenwirtschaft hier mit meiner Backstube. Warte, wenn ich die erwische, dann kommst du in die Bratpfanne. Immer nur Ärger. Aber Herr Knoll. Warum sind Sie denn so böse mit dem Kind? Bin ich ja gar nicht. Aber mal muss man auch streng sein. Das wissen Sie ja am besten. Böser Mann. Hast du Angst? Ja, aber erst mal mein Kaninchen. Willst du mal hören, wie sein Herzchen klopft? Ja. Hörst du? Nee, ich möchte auch eins haben. Ich habe nur das eine. Aber der Emil hat ganz viele. So kleine. So kleine? Ob der Emil mir eins schenkt? Komm, können wir ihn nicht gleich fragen gehen? Der Emil? Der wohnt doch ganz unten am Kanal. Da können wir doch gar nicht hin. Doch, komm. Ja. Monika! Monika! Aber wenn er ruft, komm, komm. Ich bin doch so klein, Kaninchen. Du musst mir doch zeigen, wo der keinen Fisch. Ist doch kein Wunder, wenn der Alfons dauernd so traurige Sachen daher dudelt. Da schwimmt ja der unmusikalischste Fisch weg. Ja, ja, stimmt. Mein Vater sagt, die Fische sind sehr musikalisch. Haben die Fische denn Ohren? Na klar. Los, spiel doch mal was anderes. Bin Stoffel! Da hängt ja einer an der Angel. Das muss ganz schwer sein. Der Emil seine vielen Kaninchen. Ach, die vielen schönen Kaninchen. Hat denn der Emil nicht so ein schönes silbernes Kaninchen wie du? Nein, darum will er ja immer meins haben. Müssen denn die Kaninchen immer im Stall sitzen? Soll ich mal eins rauslassen? Ja,
mal die beiden Schwarzen raus. Eigentlich sind sie ja noch zu klein. Doch, bitte. Möchtest du auch so ein paar kleine haben? Was? Ich soll von dir ein paar Kaninchen haben? Es kommt drauf an. Ach, das schöne Kaninchen, du bist aber brav. Wasser fiel. Komm, Herr Paulsen. Das ist der Vater von dem Kind. Der die großen Gärtnereien hat? Ja. Ich möchte dir danken, Thomas. Du bist ein tapferer Junge. Ohne dich hätte ich jetzt meine kleine Monika nicht mehr. Du hast mir das Liebste gerettet, was ich habe. Und dafür möchte ich dir eine Freude machen. Du darfst dir etwas wünschen. Etwas, was du am allerliebsten haben möchtest. Hörst du, Thomas? Du kannst dir wünschen, was du willst. Na, irgendeinen Wunsch wirst du doch haben. Ich möchte so gerne ein Fußball, Thomas. Ein Fußball, deine Fußball. Ich möchte so gerne einen Fußball haben. Was hast du denn, Thomas? Was ist denn? Der wollte mir den Ball wegnehmen. Wer?
Der Knollmutter, er war eben an meinem Bett. Ach, das hast du ja nur geträumt, Thomas. Da ist ja doch dein Fall noch, schau. Na und der Bäcker Knoll, der liegt doch jetzt in seinem Bett und schläft. Na, du musst jetzt auch wieder schön schlafen, ja? So, und nun gute Nacht. Ich bleib da noch ein bisschen hier, Mutti. Du Dummerchen, fürchtest du dich etwa? Nein. Na also, siehst du. Komm, schön schlafen jetzt, ja? So. Ach, Mutter, erzähl mir doch noch was Schönes. Ich sollte was erzählen. Wenn ein kleiner Junge etwas Gutes tut und seiner Mutter eine Freude macht, so wie du heute, dann leuchtet am Himmel ein neuer Stern auf. Und je schöner die Tat des Kindes war, desto größer und heller ist der Stern. Gibt es denn heute Nacht für mich auch am Himmel einen Stern? Vielleicht einen ganz kleinen. Ja, natürlich. Sogar einen ganz großen und ganz hellen. Kann man ihn hier noch sehen? Na sicher. Komm mal, ich zeige ihn dir. Komm. Siehst du? Da oben, ganz nahe beim Mond. Dort? Den ganz hellen? Ja, den allerhellsten. Sag mal, wird denn mein Stern jetzt immer da oben stehen bleiben? Na, hoffentlich. Denn nur wenn du einmal etwas Böses tust, dann muss er verlöschen. Ich werde nie etwas Böses tun, Mutter. Mhm. Meine Scheibe zerknüllt, was kannst du ja kommen sehen? Wer wird mir die denn jetzt bezahlen? Ach, du bist der Lümmel, was? Herr Knoll, lassen Sie den Jungen los! Was willst du denn, du Rotznase? Wir haben die Scheibe zusammen kaputt gemacht. Dann werden sie auch zusammen bezahlen. Wenn die Scheibe drin ist, könnt ihr den Ball wiederholen. Will von dem nach soll ich den Ball wegnehmen? Von dem Zuckerbäcker da? Los, Seilo, hinterher! Das kriegen wir in den Ball nie mehr! Ja! Ich bin der Weg, Quatsch! So. Ihr bleibt da drin, bis ihr die Scheibe bezahlt habt. Was wollt ihr noch? Die Sperling wollen ihren Ball. Ja, unseren Ball wollen wir haben. Unser Ball. Raus! Ich werde euch auch zeigen, wie ihr Scheiben einschlagen. Mein Kopf ist zu dick. Los, gleich.
Gesellschaft einer von euch. Der Thomas, der hat doch sicher den kleinsten Kopf. Versuch du es mal. Mann, er geht auch nicht durch. Du hast ja noch gar nicht versucht. Oder hast du Angst? Feigling. Nein, nein, ich habe keine Angst. Los. Es muss gehen. Lass mich zurück, Heim. Es geht nicht weiter. Mein Vater sagt, der Kopf durch kann alles andere hinterher. Thomas. Ja, Heino. Hier ist die Lampe. Beeil dich. Ist da jemand? Thomas geworden ist. Geht ihr ruhig schlafen. Thomas. Ich habe den Ball ja gar nicht. Ich weiß. Wenn ich... Hast du Angst gehabt da drin? Ja, ein bisschen. Der hatte so eine Pistole in der Hand. Genügt ein Schuss, da wärst du jetzt schon tot. Ja? Ein tolles Ding, da einzusteigen. Wenn du größer bist, wirst du vielleicht mal mein Freund. Wirklich einer? Ja. Ich nehme nur den Ball da wieder raus. Du, wie viel kostet denn so eine Scheibe? So viel haben wir noch nie auf einem Haufen gesehen. Können wir den Glaser nicht mal fragen? Sie haben Glück gehabt, Herr Knoll, dass nicht die ganze Scheibe kaputt gegangen ist. Einen Teil kann ich noch gebrauchen. Bleibt 1,50 Meter. Macht, mit geschliffenem Glas, prima verputzt, 36 Mark. 36 Mark. Habt ihr das gehört, Jungs? 36 Mark. Also nun mal los nach Hause und Geld vom Vater holen. Bis heute Abend sind 36 Mark hier. Mein Vater hat mit der Scheibe nichts zu tun. So, das werden wir ja sehen. Ist zu deiner Mutter, habe ich ja nicht weit. Sie brauchen nicht zur Mutter von Thomas zu gehen, auch zu meinem Vater nicht.
Wir wollen die Scheibe selbst bezahlen. Selbst bezahlen? Da kann ich lange warten. Ich brauche die Scheibe sofort. Aber Herr Knoll, in 3 Tagen haben Sie die Scheibe. Na ja, also, wenn er das schafft, dann soll es mir recht sein. Herr Knoll, ich gebe ihm mein Ehrenwort. In 3 Tagen haben wir die 36 Mark zusammen. 36 Mark? Und die Scheibe kosten? Ja, 36 Mark. Das macht 3 Mark für jeden. 3 Mark? Das schaffen wir nie. Wo sollen wir die denn hernehmen? Dann kommt der Mann in die Tüte. Er schmeißt dem Knoll noch eine Scheibe kaputt. Dafür können wir uns ja 3 Fußbälle kaufen. Ja, halt doch mal die Klappe. Die Scheibe muss in 3 Tagen drin sein. Ich habe dem Knoll mein Ehrenwort gegeben. Wenn ihr nicht mitmachen wollt, muss ich die 36 Mark alleine bezahlen. 3 Mark ist eine ganze Menge. Wie sollen wir das bloß machen? Wo kann ich nur die 3 Mark herkriegen? Ich gehe einfach zu meinem Vater und lasse mir den Taler geben. Ja, du bist schlau. Mein Alter würde mir den Hintern versohlen. Hat dein Vater die Scheibe zerschmissen? Wir haben die Scheibe kaputt gemacht. Und wir machen sie auch wieder ganz. Aber wie denn? Wir wollen arbeiten und Geld verdienen. Ja, arbeiten. Wir müssen dem Knoll zeigen, dass wir das Geld für die Scheibe allein schaffen. In 3 Tagen muss jeder seine 3 Mark zusammen haben. Ja! Na, Thomas? Sag mal, Mutter. Was hast du denn wieder für Sorgen, hm? Kann ich dir nicht ein bisschen beim Mangel helfen? Was? Du willst mir helfen? Na, so ganz umsonst? Hm? Nein, will ich dabei etwas verdienen? Oh, na, was verlangst du denn die Stunde? Hm? Ne? Man merkt das sofort, wenn ein Mann im Geschäft ist. Ja. Mensch, was machst du denn hier? Ich arbeite. Ich verdiene mein Geld. Willst du denn nicht? Ein Rummel mit Karussells und Buden. 3 Tage bleiben sie hier. Wo denn, Heino? Na, bei uns auf dem Sperlingsplatz. Merkst du nicht, was wir dafür Geld verdienen können? Wer traut sich nicht? Ein Kämpfer!
Brust des Kommissars. Los, abhauen. Das hier ist keine reelle Sache. Aber der Thomas hat es doch geschafft. Er kriegt ja jetzt eine halbe Mark. Und wir sind unseren Einzug los. Das macht zusammen mehr als eine halbe Mark. Könnte holen, wenn ich daran denke. Thomas. Wo ist Heino? Raus. Der ist wütend, weil er runtergeflogen ist. Und du, sag mal, wie hast du es denn gemacht, dass er dich nicht heruntergeworfen hat? Das soll keinem was weitersagen. Ist doch klar. Ich hab dem Esel etwas ins Ohr gesagt. Was denn? Hokula pokula pu. Wie? Hokula. Wie? Hokula pokula pu. Hokula pokula pu. Richtig. Was ich Ihnen biete, was Sie hier sehen, ist der größte Kampf aller Zeiten. Hokula pokula pu. Hokula pokula pu. Aber du hast deine Sache fein gemacht vorhin. Das macht er so bald bei danach. Eine halbe Mark, Herr Paulsen. Hier hast du noch eine halbe Mark. Dafür darfst du jetzt mit Monika Karussell fahren. Karussell fahren? Oh, fein! Also so klein wie du, das kannst du drehen. Hey, Stoffel, was machst du denn hier? Bei dir geht's wohl. Warum tust du denn nichts? Ich arbeite doch, ich passe auf die Waren auf. Wenn ich hier 42 Stunden gesessen habe, habe ich doch meinen Taler verdient. Sicher, Junge, das hätte ich ehrlich verdient. Ja, so was. Danke. Weiter!
Thomas, wie ist es mit dem Geld? Ich kann es dir noch nicht geben. Nicht geben? Wieso? Du weißt doch, ich habe dafür zu sorgen, dass das Geld zusammenkommt. Ich habe noch nicht alles. Dann gib mir, was du hast. Nein, nicht eher, bis ich die 3 Mark zusammen habe. Hast du überhaupt schon was? Ja, schon über 2 Mark. Zeig sie mal her. Söhnchen, ich werde dich schon kriegen. Bis morgen Abend gebe ich dir noch Zeit. Los, los, dich kann stehen lassen, sonst kriegst du so schwer wieder an. So gegen 12 muss ich wieder an Bord. Aber morgen Abend machen wir wieder fest. Und bleiben über Sonntag hier. Willst du denn noch fort? Aber Muttchen, Susanne wartet doch. Zu dumm. Jetzt habe ich mein Geld an Bord liegen lassen. Du Mutter, ja? Kannst du mir nicht was leihen bis morgen Abend? Nicht eine Mark, Junge. Vor einer Stunde war der Gasmann da. Schöne Pleite. Wo sind denn bloß meine Manschettenknöpfe? Heiner, der Thomas rückt rein, finde ich raus. Ich weiß ja, dass ich dich geschickt habe. Nee, aber pass auf, er gibt bestimmt wieder sein Geld für sich aus. Wie vorhin, beim Karussell. Hat er denn schon was? Ja, schon über 2 Mark. Ich habe es genau gesehen. In einer Blechschachtel, unten in der Kommode. Machen wir hier weiter. Mark gehabt. Der Emil hat es doch gesehen. Willst du mich also im Stich lassen? Mich verraten. Heiner! Ich habe doch dem Knoll mein Wort gegeben, dass die Scheibe bis morgen wieder drin ist.
Wenn ich bis morgen dein Geld nicht kriege, dann ist es besser, dass du dich nie mehr bei mir sehen lässt, Thomas. Mutter, hast du Geld aus der Kommode fortgenommen? Was für Geld denn? Oben, aus meiner Schachtel. Mutter. Na, aber, Junge, ich werde dir doch kein Geld wegnehmen. Heute Mittag ist es noch da gewesen. Es muss jemand fortgenommen haben. Oh, das könnte der Wilhelm gewesen sein. Der wollte von mir auch Geld geliehen haben. Wilhelm? Ja. Wo ist er denn hingegangen? Der wird mit Susanne auf dem Rummelplatz sein. Auf dem Rummelplatz? Mhm. 42, bitte. 40. 41. Danke. Bitte. Du, jetzt muss ich aber an Bord. Komm. Kannst du ihn haben? Sofort, Emil. Du kannst ihn gleich mitnehmen. Ja, nimm ihn gleich mit. Ich gebe dir eine Mark. Eine Mark? Du wolltest mir doch 3 Mark dafür geben. Und jetzt will ich nur 2,40 Mark haben. Ja, ich habe auch nicht dran gedacht, dass es ein Männchen ist. Wenn es ein Weibchen wäre, das Junge kriegen kann. Aber dafür ist er ein Silberhase. Emil, warte doch mal! Was willst du noch? Wir wollen doch heute zum Glaser gehen. Die Scheibe bestellen. Thomas! Thomas! Komm, geh doch mal eben zu Bäcker Gmold und hol für 4 Pfennige Hefe, ja? Komm, die anderen sind schon alle da. Los, komm, wir sind die letzten. Mehl 60. Macht genau einen Taler. Danke. Okay. Wiedersehen, Frau. Wiedersehen. Na, was soll es denn sein? Für 4 Pfennig Hefe, Herr Knoll. Wollt ihr schon Kuchen backen? Was ist denn mit der Scheibe? Hat das Geld schon beisammen? Weißt, morgen um die Zeit? Was? Ist doch klar, dass wir die Scheibe alleine bezahlen. Dann gehört der Ball aber uns. Nein, das können wir nicht machen. Der Ball gehört Thomas. Auf den brauchen wir nicht mehr zu warten. Der wollte mir eben sein Kaninchen verkaufen. Was? Sein Kaninchen verkaufen? Für 2,40 Mark. Verstehst du das, Mats? Ich habe immer geglaubt, er ließe sich hier den Kopf abreißen. Mensch, der da ist er ja. Wo kommt der denn jetzt noch her? Ich habe das Geld, Heiner. Du hast das Geld? Die 3 Mark? Mensch, Thomas, warum hast du nicht gleich gesagt, dass du das Geld hast? Er hat das Geld. Hör mir das an. Das Geld ist ein Glück. Und nun nicht wie zum Glaser. Ja, ja. Ich habe Heiner bestellt. Thomas, du isst ja wieder nicht, hm?
wir kriegen ein Gewitter. Ist der Wilhelm schon zurück? Der Wilhelm? Oh, der ist schon lange wieder fortgefahren. Hat er was von meinem Geld gesagt? Ich habe ihn gar nicht mehr gesehen. Weißt du, der musste plötzlich an Bord. Aber morgen Abend ist er wieder hier. Was denn, mein Junge? Darf man jemand etwas fortnehmen, wenn man es ihm wiedergeben will? Aber Junge, du brauchst doch um dein Geld keine Sorge zu haben. Wilhelm ist doch dein Bruder. Aber wenn er das Geld jemand Fremden weggenommen hätte? Das tut doch der Wilhelm nicht. Da wäre er ja ein Dieb. Und wenn er es ihm wiedergeben will? Aber Thomas, du weißt doch, dass man jemand Fremden nichts fortnehmen darf. Auch wenn man es ihm wiedergeben will. Wer einem anderen etwas vornimmt, der ist ein Dieb. Und ein Dieb sein, das ist doch das Hässlichste auf der ganzen Welt. Ich kann zählen, so viel ich will. Fehlt doch 3 Mark. Das ist gar nicht nötig, Meister. Genau 36 Mark. Ja, genau, Meister. Und wem ist denn dieser schöne Taler? Von Thomas. Thomas. Wo ist er denn? Thomas. Thomas, komm doch her. Thomas. Brav, mein Junge. Weil ihr alle so schön geholfen habt, könnt ihr den Taler behalten. Was? Oh, was? Oh, was? Ja, hallo. Alles schenken. Die Scheibe ist wieder drin. Du darfst wieder raus. Was soll man denn mit dem Taler machen? Wir brauchen noch was dafür. Gib mir die 3 Mark. Was? Die ganzen 3 Mark für dich allein? Mensch, du bist wohl verrückt. Du hast ja kaum mitgeholfen. Gib sie mir eine. Ich muss sie haben. Der Taler gehört uns allen zusammen. Wir werden ehrlich geteilt. Ich möchte den Taler auch gerne haben. Klar.
Ich gebe euch den Ball dafür. Was? Den Ball will er uns dafür geben? Lass ihn doch. Wenn wir den Ball haben, brauchen wir nicht mehr mitspielen lassen. Ja, ich lasse gehen. Wenn ich dir die 3 Mark gebe, gehört der Ball uns dann wirklich allen zusammen? Ja, Heiner. Jetzt können wir beide uns aber freuen, was? Du hast deinen Ball? Und ich habe meine Scheibe wieder. Siehst du, Thomas, so ist das im Leben. Was man kaputt gemacht hat, das muss man auch wieder ganz machen. Hm? Na, was soll es denn sein? Für 4 Pfennige Hefe. Na, da will ich dir mal für 10 Pfennige Hefe geben. Da kannst du deiner Mutter sagen, sie soll dir mal einen ganz großen Kuchen backen. Jetzt hast du es ja verdient. Thomas, ist das wahr, was der Knoll sagt? Los, Thomas, sag doch was. Thomas. Die Kriegen wollen wissen, ob wir nur endlich spielen. Die wollen gehört doch uns. Wir sind doch 11 Mann. Tu den Ball weg. Mensch, warum denn? Ich sag dir doch, tu den Ball weg. Schneid das nicht davon! Weil nichts mehr zu tun haben. Ihr wollt, könnt ihr alleine spielen. Was hat der denn los? Sicher wegen der Sache mit dem Thomas. Gesehen habe, wie der Junge seine Hand in meiner Ladenkasse gehabt hat. Ach, ich will ihm mal was sagen, Frau Rennert. Diebe in meinem Hause? Nee. Wenn der Junge sich noch mal bei mir blicken lässt, dann können wir ja mal über die Kündigung reden. Geht bei mir sehr schnell. Das ist am 15.01. Nee. Hau ab. Was? Du willst mein Kaninchen nicht?
und nicht von einem, der klaut. Was sagst du da? Ich bin kein Dieb. Ich bin kein Dieb. Warte, lass mich los. Ich bin kein Dieb. Warte, ich will nicht erleben. Ich bin kein Dieb. Kleiner, hast du noch was? Kommt dein Brief ohne Marke an, Herr Briefträger? Ohne Marke? Wo soll er denn hingehen? An meine Mutter. Wo wohnt denn deine Mutter? In der Sperlingsgasse. Im Hause vom Bäckermeister Knoll. Warum bringst du ihn nicht selber hin? Ich kann nicht. Na, dann gib ihn mal her. Zu Hause. Nein, was ist denn? Wissen Sie, ich glaube, ich habe ihm Unrecht getan. Ich habe nämlich eben, wissen Sie, meine Kasse, die stimmt nicht. Entschuldigen Sie mich. Sind Sie die Mutter von dem kleinen Thomas? Ja. Was ist denn? Was ist mit meinem Jungen? Ich glaube, es ist ganz gut, wenn Sie das hier mal ganz schnell lesen. Mir war so, als ob er keine Dummheiten machen wollte. Herr Knoll, um Gottes Willen, mein Junge! Ich habe ihm Unrecht getan und da hat er seiner Mutter einen Abschiedsbrief geschrieben. Wo kann er denn bloß hin sein? Ihr wisst doch hier Bescheid. Vor einer halben Stunde ist er noch bei mir gewesen. Weißt du nicht, wohin gegangen ist? Vielleicht ist er in unserer Burg. Oder am Kanal. Oder er ist im Kalkofen versteckt. Schon tot. Los, Jungs. Wir müssen ihn finden. Ihr geht zum Kanal und ihr beiden kommt in die Burg. Los. Los. Los!
mich ist er nicht. Wir haben ihn überall gesucht. Den ganzen Kanalweg bis runter zur Schleuse. Er ist nirgends zu finden. Herr Knoll! Hier, sein Schuhheft! Hatte mir das Geld weggenommen und ich wollte doch das Geld den Knoll wiedergeben. Das habe ich alles gar nicht gewusst. Aber mein Junge, warum bist du denn nicht gleich zu mir gekommen? Hm? Ach, Mutter. Nun ist ja alles wieder gut, ja? Hm? Ist denn mein Stern jetzt auch wieder da? Natürlich, mein Liebling. Aber nun pass auch auf, dass er nicht noch einmal verschwindet. Thomas. Sei mir nicht mehr böse. Ich will dir bloß die Schuld zurückzahlen. Ich brauche das Geld ja jetzt gar nicht. Na, wer weiß. Vielleicht schießt du den Knoll die Scheibe noch mal kaputt. Ich spiele wohl den Morgen. Ist der Heine mir noch böse? Ich kann ihn ja mal fragen. Heiner! Heiner, du sollst mal zu Thomas kommen. Bist du wieder mein Freund, Heiner? Na klar, Mensch. Und morgen spielen wir alle gegen die Krähen. Thank you.